Mit Superlativen ist es so eine Sache. Hier aber sind sie durchaus angebracht. Was Archäologen im Oktober 2018 fanden, wird jetzt erstmalig in einer eigenen Sonderausstellung gezeigt. Im Stadtmuseum Pirna ist er zu sehen, der Schatz von Bratschwitz. Einmalig sind die Fundgegenstände auf jeden Fall, weil sie seit Beginn der Bodendenkmalpflege in Sachsen seit gut über 150 Jahren noch nie entdeckt worden sind. Und das spricht natürlich erst einmal für ihre Einmaligkeit. Wir haben es hier mit wirklich Prunkfunden der keltischen Handwerkskunst zu tun. 2400 Jahre alter Prunk, Schmuck der Kelten, die hier nie angesiedelt waren. Sie müssen sich vorstellen, dass die Keltenwelt ungefähr im Bereich Lovosice endete. Und dort hat sich eine Gruppe ausgebildet, die wir die Bodenbacher Gruppe nennen. Und die hat sehr wahrscheinlich den Güterverkehr 500 Jahre, 450 Jahre vor Christus befördert und hat letztlich den Warenaustausch zwischen der nördlichen germanischen Welt und der südlich-keltischen Welt organisiert, begleitet und hatte mit Sicherheit daran auch natürlich kommerziellen Gewinn. In einem Keramikgefäß waren 485 gedochte Perlen aus Bernstein und Glas, ein Bronzekollier und drei Prunkschnallen, sogenannte Fibeln, gefunden worden. Wir haben als ganz große Besonderheit haben wir drei Fibeln, Gewandspangen vor uns. Eine wunderschön gearbeitete mit einer sogenannten anthropomorphe Maskenfibel, das heißt ein menschliches Antlitz ist zu sehen und am Bügelfuß ein Kanidenkopf, also Wolf oder Hund, das kann man nicht bestimmen. Sie ist von einzigartiger Pracht. Der Schmuckfund von Bratschwitz fasziniert die Keltenforscher weltweit. Die exzellente Handwerkskunst zeigt sich auch beim Kettenkollier, bestehend aus 790 kleinen Bronzeringen. Das ist ein Unikat. Wir kennen es in der gesamten keltischen Welt nicht. Wir haben gefragt von Irland bis in die Slowakei, vom Alpenraum bis sonst wohin. In dem keltischen Kernland ist sowas unbekannt. Also ein absolutes singuläres Stück. Vieles haben die Forscher über den Keltenschatz herausgefunden und dennoch wird so manches ein Geheimnis bleiben. Bei der Keramikdose, dem Aufbewahrungsgefäß, wurden keine Spuren von Leichenbrand entdeckt. Wie also kam der Schmuck in die Siedlung und wem gehörte er? Sehr wahrscheinlich nach jetzigem Stand wird es sich um eine Frau handeln, weil die vielen Perlen, die wir gefunden haben, sind eher Trachtbestandteil der Frauen. Und dass diese Person hier wohl ums Leben kam, aber deren Leichnam nicht letztlich aufgefunden werden konnte oder auch in der Fremde starb, aber ihre Schmuckgegenstände hier in den Boden gekommen sind, weil sie als geachtete Person auch wertgeschätzt wurde. Der 2400 Jahre alte Keltenschmuck einmalig für Sachsen, zum Bestaunen für jedermann im Stadtmuseum Pirna.